Es war einmal ein kleiner Bach, der so glücklich in sich selbst war. Er floss lustig durch das Flussbett, er hatte absolut keine Sorgen. Und irgendwann kam er in eine Gegend, wo es sehr, sehr heiß war und alles schien zu trocken. Er wusste nun, er muss an der Wüste angekommen sein. Er wusste auch, dass es dort sehr, sehr gefährlich ist für kleine Bäche. Aber irgendwie hatte er das Gefühl, er muss in die Wüste fließen, weil es auch keinen anderen Weg gibt. Also nahm er all seinen Mut zusammen und mit einer leichten Unsicherheit floss er los. Aber in der Wüste ist es sehr, sehr heiß. Und der kleine Bach fing an zu vertrocknen. Es war nichts mehr von ihm übrig. Aber durch seine Verdunstung stieg der kleine Bach nach oben zu den Wolken. Und die Wolken sammelten sich und zogen zusammen in Richtung Meer. Dort fingen sie an zu regnen. Und so wurde der kleine Bach ein Teil von was ganz, ganz Großem. Und eines Tages wiegte sich der Fluss glücklich mit den Wellen hin und her. Er genoss die Sonne, er genoss das Treiben und dachte sich, ich habe mich so oft in meinem Leben, in meiner Daseinsform verändert. Und doch hätte ich niemals gedacht, dass ich in Wahrheit Teil von einem ganz Großen bin, nämlich Teil von einem Meer. Ja, wir Menschen, wir verändern alle so oft unsere Daseinsform in unserem Leben. Ja, und wir waren alle schon mal am Rande einer Wüste. Und wir mussten auch allen Mut zusammennehmen, um dort irgendwie durchzulaufen. Sind wir und bleiben wir in der Wüste, sind wir im Mangel. Es gibt nie genug. Wir sind nicht genug, die Welt ist nicht genug. Es gibt völlig unterschiedliche Ausdrücke von Mangel. Es gibt den emotionalen Mangel, den monetären Mangel, Zeitmangel, gesundheitlichen Mangel. Und das ist unser Leben dann. Eine unbewusste Handlung geschieht. Wir sind in der Wüste und sind Teil der Wüste, weil wir nur noch Wüste sehen. Wir verbinden uns mit diesem Gefühl von Wüste. Wir haben unser Vollkommenes vergessen, dass wir irgendwann mal ein kleiner Bach waren und glücklich. Und wir haben auch vergessen, dass wir in Wirklichkeit zum Meer gehören, zu was ganz, ganz Großem. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass wir das Gefühl und den Bezug zu unserer Essenz verloren haben, dass wir nicht mehr wissen, wie unsere Schöpferkraft und unser Vertrauen funktioniert. Und wir deshalb denken, wir brauchen was von außen, damit wir uns vollkommen fühlen. Hauptsache, wir sind wer. Und das Schlimme ist noch in dieser unbewussten Handlung, dass es in unserem Kopf viele, viele Stimmen gibt, die wir projiziert haben, die wir zugelassen haben, um diesen Zustand, in dem wir uns befinden, zu ertragen. Diese Stimmen erzählen uns jeden Tag Bullshit. Und wir denken, weil wir sie hören, sind sie real. So Stimmen wie, du bist nicht gut, lass das, du schaffst das eh nicht, du versagst wieder, hör lieber auf, das Leben ist scheiße. Das ist das, was unsere Stimmen uns vielleicht täglich sagen. Sie halten uns klein. Es gibt einen zweiten Schritt, das ist die bewusste Handlung. Aus irgendeinem Grund, vielleicht weil du was siehst, weil du dich noch an irgendwas erinnerst, was auch immer der Grund ist, weißt du, dass es eine Möglichkeit gibt, dich selbst und deine Geschichte,
die du dir jetzt erzählt hast, die ganze Zeit über dich, dass diese nicht stimmt. Es ist wie wenn du aufwachst aus einem langen Schlaf, aus einem schrecklichen Schlaf, der dich klein gehalten hat in einem Gefängnis. Du spürst jetzt plötzlich, irgendwas ist anders. Du erinnerst dich plötzlich, dass es irgendwo ein Meer gibt. Und du weißt, es gibt auch irgendwo einen Weg dorthin. Und die Wüste nicht dein Zuhause ist. Und du auch nicht Wüste bist. Nun, das Problem in dieser Situation ist, es kommt zu einem inneren Konflikt mit dir selbst. Irgendeine Stimme sagt uns nämlich, hey, also hier in der Wüste, naja, es ist eigentlich ganz geil, weil es sind alle anderen schuld für meinen Zustand. Wir können Vorwürfe machen, noch und nöcher. Wir müssen nicht in die Verantwortung gehen und das ist eigentlich ein total einfaches Leben. Auch wenn es mir hier in der Wüste nicht so gefällt, es ist heiß und trocken, ich habe Durst, aber ich muss nichts tun, ich brauche mich nicht bewegen. Und in der Wüste müssen wir auch nie ins Handeln kommen. Ja, ich bleibe hier. Es ist für mich eigentlich der einfachere Weg. Wenn jetzt aber eine Stimme kommt, die sagt, hey, es gibt mehr als das hier. Und die Stimme dir die Möglichkeit gibt, dich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Und du aufwachst aus diesem Schlaf und spürst, wer du eigentlich bist, dass du mehr als Wüste bist. Ist es für dich ein neues Erwachen? Es muss dir aber klar sein, dass in dem Moment, wo wir unser Ego befreien, wo wir uns von diesen Gedanken, von diesem Bullshit befreien, das, was unser tägliches Leben getrimmt hat, uns Sorgen gemacht hat, uns zum Stillstand gebracht haben. Wenn wir uns von diesem Ego befreien, dass es dann einen inneren Kampf gibt, weil wir uns eben aus diesem Stillstand herausziehen. Und unser Ego sagt, nee, nee, diese Welt da draußen, das ist nicht meine. Ich möchte lieber hier bleiben. Ich kann jedem die Schuld geben, das ist viel einfacher. Aber deine Seele erinnert sich an ein wundervolles Meer, an dieses Rauschen, an dieses Freie, an dieses ich kann mich entwickeln, entfalten, was in mir steckt. Und die dritte Stufe fängt an. Wir fangen an, eine total neue Perspektive auf unser Leben und auf uns in der Persönlichkeit zu richten. Wir fangen an, das Leben anders zu sehen. Wir fangen an, das Leben wieder anders zu lieben. Wir bekommen plötzlich eine ganz andere Kraft, weil wir selbst erkennen, dass wir der Schöpfer sind, dass wir derjenige sind, der unser Leben bestimmt. Und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Und ich sehe mein Leben genauso wie dieser kleine Fluss. Und wir alle haben dieses Gefühl von Wüste schon so oft erlebt. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich da nicht mehr sein möchte. Da muss noch was anderes sein, außer Wüste. Da muss noch was anderes sein, außer jemand anderem die Schuld geben. Das kann doch nicht Leben sein, oder? Ist doch irgendwie langweilig. Anstrengend, aber langweilig. Und ich habe für mich herausgefunden, dass es ja so drei Dinge gibt, die mich, seit ich das wirklich verstanden habe, verändert haben. Eins der für mich wirklich wichtigsten Dinge war, endlich den Bezug zu bekommen, mich in der Ruhe auszuhalten, über die Meditation. Die Meditation macht zwei Dinge mit mir. Es holt mich endlich in die Gegenwart. Denn die meisten von uns, die über Stress und Zweifel ihr Leben leben und ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind, die sind so selten im Hier und Jetzt.
Die haben die Möglichkeit nicht. Sie switchen von Vergangenheit zu Zukunft, aber das Hier und Jetzt, im Jetzt zu sein, sich die Zeit zu schenken, die Lebenszeit, die rückwärts tickt, zu schenken, indem es Bewusstsein entsteht, indem ich den Bezug zum Unterbewusstsein bekomme, den Kontakt zu mir selbst bekomme, über die Ruhe und Atmung. Das gönnen sich leider die wenigsten. Lieber rennen sie, weil der Körper oder die Seele krank wird, von einem Arzt zum anderen, nehmen vielleicht auch Tabletten, ja, vielleicht auch Alkohol. Es gibt so viele Gründe, sich dann in der Vergangenheit rumzusuhlen oder in der Zukunft sich Sorgen zu machen. Aber warum nicht das Hier und Jetzt verändern? Warum nicht diese Kraft hier investieren? Aber alles, was ist, ist jetzt. Und wir verlieren uns total auf diesem Weg. Und das finde ich einfach wahnsinnig traurig. Und Meditation bringt dich zurück in den Moment. Und deshalb ist es für mich was total Wertvolles. Und die Meditation erlaubt dir, auch einen anderen Blick zu bekommen. Wahrzunehmen, dass deine Stimmen in deinem Kopf so ein Müll erzählen und dich eigentlich kontinuierlich wie Fesseln festhalten. Dich zurückziehen. Keine Veränderung stattfinden kann. Und die Meditation gibt dir die Möglichkeit zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Aber du hast alles irgendwann so akzeptiert, wie es ist, und den Stillstand sozusagen akzeptiert. Der zweite Schritt für mich persönlich ist die Vergebung. Ich habe mir die Chance gegeben, zu vergeben. Meinem Leben, meinen Menschen, die mir wehgetan haben, vor allen Dingen meine Bezugsperson, denen habe ich vergeben. Das war so wundervoll, ja. Wir haben über Vergebung die Möglichkeit, einfach wir selbst zu sein, weil wir uns befreien. Befreien von diesen Fesseln, nicht festhalten an das, was uns mal angetan wurde. Ja, und der nächste Schritt, der mir sehr, sehr gut getan hat, was ich aber schon länger fühle, ist diese unfassbare Dankbarkeit für mein Leben. Es ist einfach, wenn du Dankbarkeit fühlst, ist es immer ein Zustand von Fülle. In der Dankbarkeit gibt es absolut keinen Mangel, absolut nicht. Und was diese Magie von Dankbarkeit macht, es transformiert deine Vergangenheit in Weisheit, und das ist das Geile. Das heißt, du kannst aus allen Situationen, aus allen Verletzungen, aus allem Schmerz, was dir jemals zugefügt wurde, und wo man dir auch deine Persönlichkeit ein Stück weit versucht hat zu nehmen, das kannst du umwandeln. Du kannst es umwandeln, und wenn du aus diesen Erfahrungen zurückschaust und in Dankbarkeit umwandelst, wirst du Weisheit erfahren. Du bist viel klarer in deinem Leben. Es ist wie, wenn du plötzlich einen Platz hast. Wenn du plötzlich in diesem Meer bist, in diesem vollkommenen großen Meer, in diesem Freien, in diesem Genießen, in diesem in sich glücklich zu sein. Und es geht nicht darum, wir werden trotz allem immer wieder mal in die Wüste kommen. Wir werden immer wieder mal auch jemand anderem die Schuld geben. Aber das Tolle ist, wenn du einmal das Meer erfahren hast, wenn du einmal in diesem Gefühl von vollkommen gewesen bist, über die Meditation in diese Ruhe kommst, wenn du diese Vergebung für dich überprüft hast, wenn du in der Dankbarkeit lebst, in der Dankbarkeit für dein Leben und für das, was du erfahren durftest, wirst du dich immer wieder daran erinnern, dass du was ganz, 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 ganz Besonderes bist. Und ja, mir brennt immer so eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Mir brennt eine Frage auf der Zunge, und zwar: Was würdest du tun, wenn du plötzlich ab jetzt nichts mehr von deiner Vergangenheit wüsstest? Wenn du nicht mehr wüsstest, wie du aufgewachsen bist, wenn du nicht mehr wüsstest, wie du
was du erlebt hast, wenn du all deine Verletzungen nicht mehr in dir tragen würdest. Stell dir das wirklich mal vor. Schließ deine Augen und stell dir vor, wenn das alles plötzlich weg wäre. Du könntest dich auch nicht mehr daran erinnern. Und du würdest plötzlich aufwachen, zack. Und alles wäre weg. Ich meine nicht deine Gedanken, ich meine nicht deine Gefühle, ich meine die Verletzungen. Was wäre, wenn diese Verletzungen und wenn alles plötzlich weg wäre? Was für ein Gefühl hast du jetzt? Ich bin mir sicher, du wärst frei. Du würdest dich total frei fühlen. Du hättest diese Sorgen nicht mehr. Du hast nichts mehr. Es ist alles weg. Und es geht nicht darum, wegzuschauen. Es geht darum, zu akzeptieren, dass es mal einen Zustand gab in deinem Leben, der einfach so war. Und du vielleicht als Kind nicht die Möglichkeit hattest, diese Entscheidung zu treffen, die du jetzt aber in der Lage bist, zu treffen. Es geht nicht darum, plötzlich alles über einen Stillstand lahmzulegen und es zu vergraben, nach unten nicht mehr hinzuschauen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, sich dessen Gefühl jetzt erstmal bewusst zu werden. Wie würde sich das anfühlen, wenn plötzlich alles weg wäre? Du trägst ja alles in dir. Und genau deshalb, weil du jetzt in der Lage bist, das zu fühlen, bist du auch mit diesem Schmerz, den du erfahren hast, in der Lage, dich in so einen Zustand zu bringen, dass du deine Vergangenheit irgendwann mal so verarbeiten kannst, dass du das Gefühl von Glück dauerhaft in dir fühlen kannst. Vielen Dank, dass du zugehört hast.